Hallo YouTube, da sind wir wieder. Ich glaube, das ist so mein neuer Begrüßungsslogan, ne? Früher immer, also bei den Standard-Let's Plays immer, ja Leute, ne? Und so, kennt er ja. Und jetzt, Hallo YouTube, willkommen zurück. finde ich auch cool. War aber auch wieder tatsächlich nicht geplant, diese Begrüßungsphrasen und Verabschiedungsphrase. Die Verabschiedungsphrase, die ich immer bringe, die ist tatsächlich so zurechtgeschustert. Ist ja jetzt auch keine super mega kreative Glanzleistung oder so. Cherry, wie weit kommst du denn? Bis da. Moving on target location. Das wird auf jeden Fall, glaubt mir, das wird noch äußerst spannend. Mimatore. Machen wir wieder die Bude zu. Dann haben wir erstmal ein bisschen Ruhe, denke ich, vor der Verstärkung. Bevor wir dann. Ja, wir können hier eigentlich direkt durchmarschieren. Bestätigt! Mit den meisten. Ich denke doch, ich werde. Ich bin jetzt gerade doch wieder dabei, Elessia Doktor! schleppen zu lassen. Lupus geben wir mal als Geleitschutz mit. Wobei es natürlich wesentlich klüger wäre, Elessia irgendwem als Geleitschutz mitzugeben, muss man ja mal sagen. So, und Cherry nehmen wir auch noch mit nach Location. hier. Dann teilen wir uns 3-3 auf. Und Shadow geht mit nach hier. Affirmative. So, und ich glaube, ich lasse doch, das muss, auch wenn Elessia, du hast den She-Hulk-Anzug, Elessia, du trägst den bestimmt mit dem kleinen Finger, wie eine Einkaufstasche. Oder du trägst ihn einfach unsichtbar. Kennt ihr die unsichtbar? So würde ich eine Kneipe nennen, wenn ich sie hätte. Wobei das irgendwie nicht cool ist, weil eine Kneipe nicht unsichtbar sein sollte, weil sonst niemand hingeht. Können wir. Huch. Jetzt können wir natürlich die Türe nicht öffnen. Moving, danke für die Ansage. So, wir haben ja hier auch, habe ich ja geguckt, ne, genau, wir haben hier auch eine Tür. Das heißt, da kommen wir gepflegt raus. Ja, ich würde sagen, dass wir uns dann die Verstärkung tatsächlich mehr oder weniger links liegen lassen. Overwatch. Verstärkungen sind meist eh nicht so stark. Ich schätze zwei Advent und ein Mac. Drei Advent. Oder habe ich falsch geguckt? Ne, zwei Advent und ein Mac. Ja, ich würde sagen, die sind ja hier gelandet, ne? Irgendwo, meine ich. Dann würde ich sagen, ja, wir lassen die einfach echt links liegen. Wir müssen hier nicht noch Kills mit irgendwem bekommen und die mit aller Gewalt noch umnieten oder so viele wie möglich in den Tod schicken. Insofern können wir hier eigentlich ganz gechillt die Beine in die Hand nehmen und rennen. Rennen, rennen, rennen. Go, go, go! Genau, Legilas, du hast es erfasst. Oder war das hier? Ach, hier sind sie gelandet, ne? Ja, hinter dir. Stimmt. Oh, stimmt ja. Das ist ja gar nicht mal so cool. Dann kommen die bestimmt.
Vielleicht zur Tür rein. Das war ein dummer Move. Das war ein dummer Move. Also, naja, dumm würde ich vielleicht nicht sagen. Er war nicht ganz so gut durchdacht. Lupus. Einmal Tür auf, bitte. Und dann eigentlich auch mal direkt nach hier. Cherry steht da natürlich echt... Die habe ich nicht gut gemoved. Aber zum Glück hat die ja... Mobilitäts-PKS, ne? So, Lassie. Komm einfach mal mit nach hier. Oh, es dauert zum Glück gar nicht lang. Sieht ein bisschen gequält aus, Alessia. Ist ja doch zu schwer? Ich weiß ja nicht. Mimatore. Kann ich dich offen irgendwo stehen lassen? Irgendwie ja nicht, ne? Position bestätigt. Ja, ja. So, ein Shadow, der irgendwie... Der kommt jetzt noch nach da. Jetzt hat keiner mehr einen Move außer Lupus. Und Lupus setzen wir für den Fall der Fälle, dass sie gleich durch die Tür kommen, auf dezenten Feuerschutz. Sehr gut. Wenn wir draußen sind, sehen sie uns. Wenn wir draußen sind, sehen sie uns. So, hier können wir direkt wieder den Spielstand nehmen. Ist ja nicht viel passiert. Wenn sie durch die andere Tür kommen, war der Move gar nicht so dumm. Ja, sie kommen aber durch gar keine Tür. Insofern war der Move tatsächlich egal. Ist ja auch nicht schlecht, ne? So, und ich denke, dass wir hier jetzt gesehen werden wahrscheinlich. I can handle that. Oder auch nicht. Alessia. Ja. Ich möchte mal nach hier gehen. Ich will nicht zu weit in die Richtung jetzt quasi von Alessia aus gesehen nach oben. So, von hier sollte ich jetzt eigentlich mit dem nächsten Move nach oben kommen. Ich gehe mit allen nach da. Einfach in der dreisten Hoffnung, beziehungsweise mit der dreisten Meinung, dass die Gegner ihn uns, glaube ich, nicht mehr in diesem Zug entdecken. Und wenn sie uns doch noch irgendwann entdecken sollten, dann müsste es eigentlich für uns reichen, move. Direkt zu fliehen. So. Bin schon dabei. Ich klumpe so derbe. Move, 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 move. Heads up, got movement. Ja, ja, sehr gut, das sollte reichen. Scanning. Ach, da hinten sind sie. Da passiert nichts mehr. Warum sehe ich sie? Ich dürfte sie nicht sehen, oder? Sehe ich sie, weil der Spot quasi aufgedeckt ist? Das wäre dann irgendwie Fail. Ich weiß nicht, ob da irgendein Mod dazwischen funkt oder so. So, Alessia. Falsche Taste. Hier, ne? 1, 2, 3, ja, hier hin. On my way.
I'm going. Mm. On the move. Das ist die Granate im Graben, die funkt von unten und deckt die auf. Aha, also war der Wurf doch gar nicht so dumm, hä? Hm, nämlich. Das war genauso geplant. I'm all over it. Was war das denn? Geht in Ordnung. Alles gut? So, dann würde ich mal sagen, habe ich Evac All deinstalliert? Nee. Weg hier! Getting out of here. Errungenschaft freigeschaltet. Ein besserer... Ich habe gelesen Mac, aber es heißt ein besserer Mensch. Perfekt! Menace 1-5, Status bestätigt. Zielpaket ist gesichert. Wir haben, was wir holen wollten. Raus aus dem Gebiet. Ja, ich bin auch schon raus. Operation Teuflischer Wind, makellos. 15 von 18 Gegnern. Die Verstärkung haben wir jetzt einfach mal im wahrsten Sinne des Wortes im Regen stehen lassen. Alles gut. Sehr zufrieden mit der Mission. Hallo Lurch Senpai, ich grüße dich. Und da soll mal einer sagen, er weiß nicht, was er macht. Wer weiß nicht, was er macht? Ich? Ich weiß immer, was ich mache. Fast immer. ...83,33% Trefferquote. Durchschnittsschaden 10,5, 1,15 getötete Gegner. Am weitesten bewegt Legilas. Da zählen ja die Flügel quasi mit. Am häufigsten Angriff in Elessia. Am meisten Angriff ausgeführt Elessia. Größter verursachter Schaden Legilas. Da ist er wieder, der Larry. Ja, Larry bei Fuß. Komm, da war doch der Ruckler, als ob es gleich weitergeht. Mach hin, ne Spiel. Die Farbkombi ist echt cool von Liara, ne? Muss man ja mal sagen. Also weiß-rot ist eh eine ziemlich coole Kombination. Genauso wie schwarz und violett finde ich auch ziemlich cool. Schwarz-lila. Oder grau und orange finde ich auch Hammer. Ach komm schon, Spiel. Ich habe keine Lust, jetzt noch über Farbkombinationen zu quatschen. Ich finde bei Lessias Rüstung, ich finde diese Füße auch so geil. Also diese, ich weiß nicht, ob es Schuhe oder Stiefel sind, die einfach aussehen wie riesige Füße. Voll gut. Rot-Weiß hätte ich einem Sanitäter gegeben. Ja, passt wesentlich besser zu einem Sanitäter. Da gebe ich dir vollkommen recht. Habe ich im privaten Spielstand auch meinen Sunny so eingefärbt? Wenn wir so weitermachen, haben die Aliens keine Chance, Commander. Keine Beförderung? Guck mal, ein Einsatz, ein Kill. Gute Quote. Ob Elessia noch über 100 Kills kommt, ich glaube schon. Was sind schon 18 Kills?
Im Inneren des Anzugs haben wir etwas gefunden, das vielleicht der Prototyp für die scheinbar endlosen Truppen der Advent sein könnte. Selbst wenn ich all meine Bemühungen einzig und allein auf diese Forschung konzentriere, wird es einiges an Zeit und Ressourcen kosten, dieses Exemplar vollständig zu analysieren. Advent Stasis-Anzug. Der Inhalt dieses schwer bewachten Stasis-Anzugs aus der Advent-Schmiede bleibt weiter ein Rätsel. Überragender Stecher, wieder so ein olles Codex-Hirn. Geborgener Advent-Stasis-Anzug. Im Inneren des Stasis-Anzugs aus der Advent-Schmiede haben wir einen unbekannten humanoiden Organismus entdeckt. Eine neue Art Advent-Soldat? Ein bislang unbekanntes Alien? In Anbetracht der extremen Sicherheitsvorkehrungen, die zum Schutz dieses Subjekts getroffen wurden, ist es sicher von hoher Bedeutung für die Aliens, wenngleich eine genaue Analyse vonnöten sein wird, um seinen letztlichen Zweck zu ermitteln. Ihre Erkenntnisse bei der Schmiede sind beunruhigend, Commander. Wenn die Aliens ihre Advent-Truppen in Massen sammeln oder produzieren, wird es für uns viel schwieriger, sie zu besiegen. Untersuchen Sie das mit Ihrem Team weiter. Oh, Lynn. Lynn, der war gut. Neues Ziel hinzugefügt. Schließt das Stasis-Anzug-Schattenprojekt ab. Okay. Es scheint, als hätten wir alle Hände voll zu tun, Commander. Ja, ich wollte aber jetzt erstmal tatsächlich... Ich priorisiere Alien-Einrichtungen Einsatz in Ostasien freigeschaltet. Siehst du, Stasi-Anzug, Ostasien. Wenn da mal nicht was im Busch ist. So, das Datenpad tatsächlich. Ich sehe eine Reihe wichtiger Anwendungsmöglichkeiten für diese Technologie. Paar Infos. Ich lasse Ihnen einen Bericht zukommen, wenn die Forschung abgeschlossen ist. Und dann starten wir erst die Schattenkammerprojekte. Trotz des unerwarteten Ausgangs unserer Tests des psionischen Tors glaube ich fest daran, dass das Experiment als solches entscheidend für unsere zukünftigen Einsätze war. Wir wissen jetzt genau, wie das Tor funktioniert und was nötig ist, um es zu durchqueren. Trotzdem tut es mir leid, dass Shens Gremlin dabei zu Schaden gekommen ist, obwohl es sich nur um eine Maschine handelt. Es ist ironisch, wenn Commander Shepard himself Commander sagt. Commanderception. ja, erstmal speichern wir das natürlich wieder. So. Jetzt möchte ich mal ganz kurz gucken. Manchmal neigt das Spiel ja dazu, diverse Änderungen nicht zu übernehmen, die man durchführt. Doch, hier ist alles tutti offensichtlich. Was haben wir denn für Waffenverbesserungen? Da blinkt irgendwas ganz wüst auf. Überragender Stecher. Fortschrittlicher Schaft. Wer kriegt denn den Stecher? Chance auf eine zusätzliche Aktion. Geben wir den erstmal irgendwie... Weiß ich nicht. Hier, du vielleicht? Was anderes haben wir im Moment nicht. Komm, nimm. Nimm hin, Nosferatu. Nimm hin. So, wir haben... Wir können... Können wir noch irgendwas bauen? Haben wir Illyriumkerne gefunden? Nee, ne? Nee. Das
sehr schade, denn ich würde gern noch ein bisschen Munition herstellen. Ansonsten können wir auch irgendwie nichts mehr bauen, noch ein bisschen Kohle ausgeben oder so. Macht alles keinen Sinn, wenn wir mal ehrlich sind. Guck mal, so eine Annäherungsmine können wir noch bauen. Einfach weil, weiß nicht, Rauchbombe, Blendgranate, finde ich jetzt irgendwie nicht so prickelnd. Und sonst, ich weiß nicht, wohin mit der Kohle. Weißt du, da hast du das halbe Spiel irgendwie Sorgen und irgendwann hast du es im Überfluss. Das ist ein bisschen unbalanced, muss man ja mal so sagen. Man müsste die Dinge am Anfang etwas günstiger machen. Also je weiter man im Spiel fortschreitet, umso teurer wird irgendwas. Oder je höher die Stufen sind, umso teurer wird es. Also ist ja auch so, aber das halt noch ein bisschen krasser machen. Weißt du, dass Gegenstände am Anfang noch günstiger sind und am Ende noch teurer. Dass man das irgendwie so staffeln könnte. Mailin, ich will Bubikopf als Frisur, bitte. Wo ist denn Bubikopf? Wir drehen mal ein bisschen. Dann doch wieder so. Wo ist denn jetzt hin? Wo ist denn jetzt hin, der Bubikopf? Da. Drehen es mal noch ein bisschen so. Bubikopf, okay. Und Mimatore möchte wieder Französisch lernen. So soll es sein. Oh ja, der sieht gut aus. Gut. Warum hat er den jetzt nicht übernommen? Hallo, hallo. Haare. Bubikopf. Ah, jetzt. Ah, jetzt ja. So, und Mimatore möchte wieder Französisch lernen. Stimme. Französisch. Reçu 5 sur 5. Compris, j'y vais. C'est tout bon. Allez, on bouge. Bien compris. J'y vais. Bien reçu. J'y suis déjà. D'accord. D'accord. Je fonce. 5 sur 5. Tout de suite. Spezielle Wünsche? Und wieso ist mein Name wieder nicht anders? Ist das derselbe Stuhl, den du hast? Ich weiß nicht, das ist ein Ikea-Stuhl. Ist der Markus. Der Gute. Die 8, bitte. Bien reçu, je bouge. Bien compris. Oh, oui, oui. Ah, nee. Das war ja richtig, ne? Der Nachname war es, oder? War das so? So ähnlich, ne? Oder so? Irgendwie so. Schreib nochmal. Schreib mal, schreib mal, schreib mal. Ich habe auch keine Ahnung, warum er das manchmal nicht übernimmt. Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe nichts. Achso, hey, hey. Ich war doch nah dran, oder? Speichere das jetzt mal, aber ich befürchte fast, dass das beim nächsten Mal wieder nicht ordentlich übernommen wird. Wir probieren das gleich mal aus und starten das Spiel, wenn die Folge vorbei ist, zum Ende des Streams einfach mal neu und checken das mal ab. Ich würde jetzt noch gerne mal laufen lassen.
3 Tage quasi. Oh, da passiert was. Nach dem Verlust dieser Einrichtung steht es außer Frage, dass die Fortschritte der Aliens einen starken Dämpfer erlitten haben. Wir müssen sie nun gnadenlos jagen, Commander. Oh, sicher. Na, aber sowas von. So, wo können wir denn jetzt noch Funkrelais bauen? Funkrenais. Hier können wir noch ein Funkrenais bauen. Der alte Funkrenais. 300. Bots. Setzte Kurs auf Indien. Oh, 2 Tage nur. Höre sie laut und deutlich. So, ich baller jetzt hier einfach alles mit Funkrelais voll. Hier noch 2. Und in Neu-Mexiko noch. Ne, Neu-Mexiko, Neu-Chile, Ostasien und Indonesien. Setze Kurs auf Ostasien. Kann ich jetzt irgendwo noch mit der Kohle hin, weißt du? Macht ja Sinn. Oh, eingehende Übertragung. Den machen wir aber definitiv erst beim nächsten Mal, den Einsatz. Wir gucken uns den noch an. Operation Bernsteinfarbener... Nichts. Hallo? Mission, wie heißt du? Ein Wissenschaftler. Schade. Ingenieur wäre cool gewesen, aber 107 Informationen. Sehr gut. Wir haben 11 Gegner, einen schweren Mech, Elite-Lanzenträger, Elite-Schildträger, einen Sektopod, Elite-Soldaten, Andromedon, Sektoiden und einen Archon. Ernsthaft Sektoiden? Okay. Wird schon stimmen. Gut, diese Mission machen wir aber erst beim nächsten Mal. Ich denke nicht, dass ich hier noch so lange laufen lassen kann, oder? Ich weiß es nicht. Wir testen das nochmal. Wir speichern die Geschichte mal. So. Ja, nee, mach mal. Ich hoffe, Sie finden die Ergebnisse genauso faszinierend wie ich. 31 Informationen, naja. Höre Sie sehr gut, laut und perfekt. Deutlich. Und die Mission ist noch da. Der Arzt. Der Arzteinsatz. Der Ratseinsatz ist noch da. Das freut mich. Dann haben wir jetzt noch ein Funkrelais, 2 Funkrelais, 3 Funkrenais. Okay, das kriegen wir hin. Mal wieder irgendeine Evakuierungsmission. Toll. Naja, immerhin gibt es Informationen für uns. Da sind wir ein bisschen klamm. Das ist doch ganz gut. Dann sind wir wieder bei 200, was 107 Informationen gab. Sind wir wieder bei 267. Das ist ganz okay. Mit Blick auf den nächsten Monat und auf den nächsten, auf die nächste Schwarzmarktlieferung. Nicht wahr? Ja, und wenn wir die 3 Funkrenais gebaut haben, dann können wir tatsächlich kein Geld mehr ausgeben. So, jetzt will ich aber noch starten, bevor der Stream vorbei ist. Commander, das Labor ist zurzeit untätig und wir verschwenden wertvolle Zeit und Ressourcen. Haben wir schon einen Folgennamen? Keiner Forschung nachgehen. Aber jetzt ja. Bitte geben Sie uns möglichst bald eine neue Aufgabe. So. Schattenkammer. Da wollte ich nämlich jetzt die ein Schattenprojekt starten. Und zwar alle anderen Schattenprojekte. Dann erstmal die den Stasi-Anzug. So, und dann würde ich sagen, beende ich die Folge an dieser Stelle, sage danke fürs Zuschauen, hoffe es hat euch gefallen und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.